Hi, Steve Parker hier und willkommen zur ersten Folge des großartigen und lang angekündigten Headless Hate Days, der wahrscheinlich Headless Hate Month wird. Mit Dark Souls ist bei Steam rausgekommen und ich nötige den Kollegen, das mal heute zu spielen, denn ich kenn's gut und auswendig und er nicht und wird sich hoffentlich ein bisschen aufregen. Ja, ich freue mich und, schon tierisch. Moment, du hältst erstmal die Klappe, denn ich muss mal hier ein bisschen, also es ist zwar Headless Hate Day heute, aber ich rege mich heute total auf, denn es ist fucking kurz vor 12, ich muss morgen arbeiten gehen, ich bin todeskrank, ich werde wahrscheinlich tausendfach durchs Video husten, schnupfen, ich bin voller Schleim und wir haben abgemacht, alles klar, wir spielen das Spiel sofort, sobald es rauskommt, das war letzte Woche Donnerstag, der so, ja, wir spielen das, nee, keine Zeit, okay, am Wochenende, nee, keine Zeit, ja, wir spielen das Montag, okay, dann letzte Nachricht, ich bin übrigens 11:30 erst wieder von der Arbeit zurück, ich so, was, pff, aufgelegt, zack, und ja, bin halt ein bisschen aufgeregt und du hast dich sogar noch verspätet und egal, geh in das fucking Spiel, komm. Stell dich mal nicht so an, du Weichei. Mach einfach das Spiel an, ernsthaft, ich werde mich jetzt einfach amüsieren, dass du einfach sterben wirst. In allem. Mach ein neues Spiel. Hoffentlich ist das Spiel nicht zu laut. Übrigens spielen wir das mit 18 Millionen Fan-Patches, denn hart nicht spielbar in der Originalversion. Was die Auflösung angeht, was ein Schlag und das Game freest und total anderer Scheiß, egal. Ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Warum habe ich hier keinen Mauszeiger? Was ein Konsolenspiel ist, da gibt's keine Mauszeiger. Das ist mir scheißegal, ich will hier einen Mauszeiger haben. Egal, Geschlecht. Weiblich, so eine Memme, wie du bist, nimmst du weiblich. Schade, dass es nichts Drittes gibt. Ist übrigens voll egal, weil du später Rüstung haben wirst, wo du einfach nichts siehst. Also egal, was du mit deinem Charakter jetzt machst, Augenfarbe und so ein Scheiß, ist klasse. Egal. Krieg so, da wird schon mal interessanter. Was würdest du mir denn empfehlen? Ich meine, du als Arbeitsloser hast das doch 3 Wochen pro Tag gespielt. Also. Da gibt's mehrere. Also eigentlich kannst du nichts falsch machen. Du könntest cool sein und ich weiß nicht mehr was nehmen, was halt bei Level 1 startet. Weil dann kannst du früher bessere Stats verteilen, aber ganz ehrlich, du kannst einfach das nehmen, was du willst. Also jeder hat irgendeinen scheiß Vorteil, ist egal. Nimm irgendwas, was bei hier, Pyromant zum Beispiel. Das habe ich genommen, weil das bei Stufe 1 anfängt, was gut ist, weil du dann früher hochlevels und selbst Punkte verteilen kannst, bist aber total schwach und kannst ein bisschen zaubern. Ist aber scheiße. Ist alles scheiße. Nimm, was du magst. Ja, und ich mache mir gerade Sorgen, dass die Musik ein bisschen laut ist, aber ja. Ernsthaft? Ja, nee, aber das. Mein Geschrei und Gejammer nicht. Was nehme ich denn? Ja, nehme den Pyromanten. Wenn du meinst, dass der so toll ist, nehme den. Es ist scheißegal. Ernsthaft. So, hier ist es wichtig, wenn du einen Pyromanten nimmst, damit alles einfacher wird. Nimmst du den Generalschlüssel. Den Generalschlüssel? Du kriegst sowieso alle anderen Items, kriegst du irgendwie und die sind consumable, ist alles scheißegal, aber der Generalschlüssel bringt tatsächlich ein bisschen was, falls du dich verläufst und total scheiße baust, was du aber auf jeden Fall machst. In alter Hexenring verstärkt Pyromantie klingt doch irgendwie sinnvoll. Scheiß drauf, ernsthaft. Na gut. Du musst so nicht viel zaubern vielleicht, egal. Ohne Witz, jetzt Klappe halten, hör auf mich. Zick hier nicht so rum. Kleinköpfig, ja, sieht richtig niedlich aus. Nimm die Headless-Einstellung, dick. Gespenstisch wohl eher. Und kleinköpfig. Ich muss mir kurz die Nase putzen, sorry, aber wie gesagt, ich bin halt ein bisschen krank und werde hier nachts genötigt und meiner Ruhe beraubt und werde einfach nie wieder gesund sein, denn ich muss mich hier aufregen bei Headless. Ich nehme es gespenstisch, das gefällt mir. Das klingt jetzt so ein bisschen wie der Steve-Hate-Day, nicht wie der Headless-Hate-Day. Noch, ja, aber ich bin ja hier noch im Charaktermenü, das ändert sich noch. Oh, guck mal, der sieht doch freundlich aus. Gott. Ja, mach ihn einfach noch hässlicher. Aber ohne Witz, das ist alles vollkommen egal, du hast in den ersten 5 Minuten eine fette Rüstung bekommen und du siehst einfach nichts mehr von der Haut. Und auch nichts mehr von den Haaren. Und du wirst vor allen Dingen sterben und als Zombie wiederkommen, der einfach noch hässlicher ist als das, was du hier hast. Juhu. Komm, dann krieg ich dir mal rote Haare. So. Jetzt muss ich auch noch husten. Auch noch? Ja. Was du hier wieder machst alles. Ach, ey. So, und jetzt kommt ein Intro, was garantiert auch so laut sein wird, dass den Leuten die Schädel platzen. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags. Sind wir jetzt ernsthaft leise, weil wir denken, die Leute interessiert das hier? Ja. Guck doch mal, ein Drache. Ja? Ich habe das Spiel noch nie gespielt, noch nie gesehen. Nur so 5 Mal.
Nee, es waren nur dreimal. Hört man uns denn? Also ich kann es ja schlecht einschätzen. Du nimmst ja auf, du hörst mich ja über Skype. Ja, leider. Muss ja Genörgel die ganze Zeit ertragen. Ja, ernsthaft. Ja, wenn du mal normale Arbeitszeiten hättest und pünktlich wärst. Aber egal, vor allen Dingen, ich werde dich auch nicht spoilern, was passiert, und werde einfach nur zugucken und mich freuen, und falls du einfach komplett in die falsche Richtung rennst, werde ich eingreifen. Ansonsten lehne ich mich zurück und genieße die Rage-Show, die hoffentlich passiert. Wen bewegt sich drauf? Ich freue mich schon. Oh, ist das niedlich. Nito. The first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Übersetzungsfehler. Davon wirst du einfach so unendlich viele haben. Ich habe gehört, das ist eine 1:1-Portierung von der Konsole, das heißt, Scheiße. Ja. Ich finde schön, dass ich einfach 100.000-fach mehr mit dem Intro anfangen kann als du wahrscheinlich. Ja. Ja, super. Feuer gegen Drachen. Was für eine geniale Idee. Der hat fucking Hexe geworfen. Ja, aber die Hexen nicht. Hier, ein schuppenloser Drache. Total gehypt. Obwohl das total geschissen ist. So, als ob ich keine Haut hätte. Bin ich dann ein besserer Mensch? Ja. Sagen die Menschen, oh, der ist hautlos. Hautlos. Steve, der Hautlose. Ich bin ein fucking Drache. Letzter Endboss aller Spiele. Aber wie gesagt, ich glaube, dass uns eh kein Mensch hören wird. Was? Wieso? Das ist ein Intro. Die sind dazu da, laut zu sein. Das ist... Hört man uns ernsthaft nicht? Hallo? Du hast die fucking Verantwortung über die Lautstärke. Über alles. Ich geb dir gleich mal Verantwortung. Nicht pappig werden hier. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Geil, schwarzer Screen. Juhu. Eigentlich muss mir gleich sagen, wie die Steuerung so ist. Spielst mit Tastatur, oder? Nicht mit einem Controller. Nee, ich spiel das mit Tastatur. Sonst... Weil du ein armer Schlucker bist und dir keinen fucking Konverter für deinen Xbox-Controller leisten kannst. Ja, die wollen dafür einen Haufen Geld haben und gerade denen gebe ich kein Geld. Okay, ich habe mir einen Xbox gekauft, aber denen gebe ich kein Geld. Und noch eine zweite Xbox, einfach nur, weil du es hast. Genau, und eine dritte zum Kaputtmachen und eine vierte zum Kuscheln. Und ich habe nur 10 Frames. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist los mit dir? Oh, das wird schon. Übrigens auch einer der Kritikpunkte an der PC-Version. Das laggt oder was? Dass es halt beschissen portiert ist. Ja. Ganze Performance für den Arsch ist. Egal, wir haben es ja 1000-fach gepatcht mit Fan-Patches. Für den muss man sich vorstellen, das Spiel kommt raus, ist scheiße, kommen erstmal Fan-Patches raus. Ja, von den Entwicklern kommt ja nichts. Leute. Und die Leute von From Software, ne? So geht das ja nicht. Die haben schon angekündigt, dass sie an der PC-Version nichts patchen wollen, sondern sich lieber erstmal auf DLCs konzentrieren, ja? Erst nochmal abkassieren, bevor sie irgendwas am Spiel besser machen. Was ist denn das für eine Logik? Dieselbe Logik wie bei Heroes of Might and Magic 6. Wir wissen, wie großartig das Spiel war. Guck mal, da bist du. Sehe ich nicht cool aus? Nein. Sieht aus wie ein Haufen Müll, zusammengeklumpt in der Ecke. Aha. Ja, so fühle ich mich auch. Ich finde es gut, dass diese Frames-Zahl oben rechts einfach nicht höher geht. Über 10 hinaus.
Na, das zeugt von Qualität. Oh. Juhu! Frühstück. Ja. Ja, so cool kann es auch mal aussehen. Lass mich raten, werde ich aber nie. Ja, doch. Ja, eigentlich sofort. Fast. Du hättest ja auch den Krieger nehmen können, dann hättest du sofort so ausgesehen. Sollte ich nicht den nehmen? Nee, keine Ahnung. Hättest nehmen können, was du willst. Was weiß ich. Ich bin hier nur der Besucher. Okay. Nördliches Asyl der Untoten. Ah, Leiche plündern. Ich hab keinen A-Knopf. Ich hasse es jetzt schon. Ja, natürlich hast du einen A-Knopf. Jede Tastatur hat einen A-Knopf. Ja, aber da laufe ich nur mit. Was ist jetzt mein A-Knopf? Steuerung? Nein. Was Alt? Ist ich? Oh, nee. Alt ist es auch nicht. Shift? Erst recht nicht. Du hast nicht. Doch gerade was gemacht. Nee, Quatsch, du hast eine Waffe gezogen. Keine Ahnung. Was soll denn diese dumme Scheiße? Ich meine, klar, man, das ist eine 1-zu-1-Portierung, aber man kann doch wenigstens mal sowas ändern. Das ist doch kein großer Aufwand. Kannst du nicht in Optionen gehen? In den Optionen, Escape? Nein, tut sich nichts. Ja, stimmt, in der Konsolenversion gab es keine Optionen. In der Konsolenversion gab es auch keine Escape-Taste. Okay, Enter? Komme ich hier in den Menü rein? Nein? Nein? Hier? Das? Ich weiß nicht, vielleicht hört man ein bisschen, wie ich verzweifelt auf der Tastatur rumtippe. Nein? Was ist es? Ende? Ah, Ende! Was? Das ist die Ende-Taste. Okay, dann... Oder? Ist so richtig? Ja, tatsächlich. Optionen anpassen. Optionen. PC-Einstellung. Option. Na, ja, geht doch. Nein, wo, was? Du gehst in Tasteneinstellungen. Du Vogel. Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay. Jetzt können natürlich hier stehen, A-Knopf ist gleich, aber nein, das tut's natürlich. Total easy. Gehen vor. Waffe wechseln eher. Das muss ihr merken, das ist wichtig. Nee. Doch, voll. Benutzen E. Ist E vielleicht mein A-Knopf oder ist Aktion mein A-Knopf? Was ist der Unterschied zwischen Benutzen und Aktion? Das hätte man... Ach. Nee, Aktion Geste ist... Nee, keine Ahnung. Ah, du kannst dich bewegen, während du im Menü ja, bist. Ja, wenn ich mit der Maus wacke. Also müsste es ja dann... Ach, ihr könnt mich alle mal... So. Gucken, ob ich noch irgendwas mit Sound finde. Steht hier was von Sound? Nee, sieht nicht so aus. Was haben wir noch so? Das. Wie, gibt's hier keine Sound-Option? Ah, doch, hier unten. Ah. Mal einfach mal alles ein bisschen leiser. Obwohl, nicht übertreiben. Nee, doch, je leiser, desto besser. Man muss ja hören, wie wir uns aufregen. Ich sehe schon, am Ende ist das einfach nur ultra leise. Aber gut. Okay. Wir sind hier mit unseren 10 Frames und stehen hier. Aber Q? Tut sich nichts. Ja, du musst warten, bis da die Option angezeigt wird, dass du was aufnehmen kannst. Jetzt leg die Waffe mal weg. Wie komme ich denn eigentlich aus diesem Menü hier oben wieder raus? E. Mit B. Was ist denn der B-Knopf? Was weiß ich? Ich hab... Ist traurig, oder? Mit was bestätigst du denn? Mit Q. Aber Q ist ja... Irgendwie geht das jetzt auch... Was? So, hier komme ich noch rein. Du bestätigst mit so. Q? Leiche plündern ist Q, zumindest, ja. So, Kehrkerzen-Schlüssel. Fängt ja schon mal gut an. Mit welcher Taste hast du es genommen? Mit Q. Q ist die ultimative Party-Taste. Okay. So, ja, hier ist es dunkel. Warte, bevor du rausgehst, guck doch mal, ob du kämpfen kannst. Sieht so aus. Okay, immerhin. Guck mal, ob du zaubern kannst. Das ist auch wichtig. Wie kann ich denn zaubern? Ja, soll ich dir jetzt hier die Konsolensteuerung erklären? Was weiß ich, du musst auf das fucking Zauberbuch drauf. Leg die Waffe weg. Wie denn? Nee, Quatsch, du kannst gar nicht zaubern, oder? Nee. Du kannst gar nicht. Nein, du kannst gar nicht zaubern. Nein, ich hab Scheiße gelabert. Du brauchst erstmal Pyromantie in der anderen Hand. Jetzt hör auf, die Luft zu schlagen, geh raus! Nein, ich mach halt irgendwas. Und guck mal, ich seh irgendwie so ein bisschen untot aus. Ja, du bist halt scheiße. Jetzt, ja. Ich habe den Kerkerzellenschlüssel benutzt. Ich gratuliere dir. So, was ist das hier unten? Hier leuchtet was. Nachricht lesen. Kamera. Rechter Stick. Ja, natürlich. Ja, benutze den rechten Stick. Dann benutze ich mal den rechten. Oh, wie mich das schon wieder ankotzt. Wie kann man denn nur so... Und ich habe dafür Geld ausgegeben.
Ich weiß nicht, haben wir schon gesagt, dass wir die PC-Version spielen? Weiß ich nicht. Davon, ja, scheiß PC-Version. So, was wäre mir hier Tolles? RBS-Angriff, danke. Dieses dumme, dämliche... Na komm, der kriegt auf jetzt ein paar aufs Maul. Nee, lass den. Nein, der kriegt ein paar aufs Maul. Und zwar voll des Fund. Du hältst. Du so, haust. Ich glaube, das leckt irgendwie. Aber ist mir jetzt egal, ich spiele es weiter. RT ist schwerer Angriff. Ja, danke. Wie geht das wieder weg? Ach, ich laufe einfach weg. Wie immer vor dem Problem weglaufen. Ja, natürlich. Jetzt so. Hallo? Nein, ich verprügel den. Der ist doof. Der hat viel mehr Probleme als du. Ja, das glaube ich irgendwie auch. So, was haben wir hier für einen tollen Tipp? Linker Stick und B halten Sprint. Sprinten muss auf jeden Fall lernen. Und dodgen auch auf jeden Fall. Dann haben wir ein Problem. Weil ich habe weder einen linken Stick noch einen B-Knopf. So, probieren wir doch irgendwie mal. So, das ist schon mal normales Laufen. Jetzt drücke mal die Leertaste. Sprinte ich schon? Ja, ich glaube schon. Ja, weil dein Stamina geht runter. Also ist scheinbar Leertaste der B-Knopf. Wieder was gelernt. Einfach großartig. Absolut großartig. Oh, was sind das für komische Geräusche hier? Was ist hier? Was? Na, no. Lass mich raten. Gegen den darf ich garantiert noch kämpfen. Der sieht niedlich aus. Richtig knuffig. Vor allem, mir ist nie aufgefallen, dass er da ist. Danke, dass du mir das Spiel so viel näher bringst. Ja. Ich habe auch noch nie so viel Zeit im Tutorial verbracht. Ich bin einfach gerannt und habe einfach geruled sofort. Ja gut, wenn man nur 10 Frames hat, sieht man es anders. RS für Zielfixierung, ein aus. Aha. Das ist auch wichtig. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das ist auch wichtig. Gut, was ist denn RS? Steuerung? Alt? Nee? Oh, warte mal. Ja, du kannst die Waffe in beide Hände nehmen oder einzeln. Oder du kannst auch scheiß Gesten machen. Ah, Gesten habe ich schon mal gefunden. Vielleicht Mausrad? Ja. Ah. Das war ist der Speer. Da ist das Anvisieren. Ist es das? Das könnte es sein, ja. Das ist wichtig. Merkt ihr das? Womit hast du es gemacht? Mit dem Mausrad, ja. Was? Typisch für PC-Spiele. Also und klicken? Mit der Maus klicken oder? Ja, mit einfach aufs Mausrad gedrückt und dann war alles gut. Ja, dann geht's ja. Ich dachte schon, du musst scrollen. Die ganze Zeit, ja. was war nochmal A? Q war A. Wie mich das ankotzt. Wie kann man denn nur so lieblos ins Spiel portieren? Ah. Und du bist dran schuld, weil du unbedingt wolltest, dass ich den Scheiß hier spiele. Ja, zu Recht. Ist ein schönes Spiel. So. Also ganz ernsthaft, ich mochte das Spiel richtig gern. Ja, es ist bestimmt auch ein gutes Spiel, aber nicht am PC. Was ja. Leuchtfeuerrasten? Was, hier ist ein Schwert oder irgendwas. Ja, das ist das fucking Leuchtfeuer. Mach es an. Mach es an. Bisschen freundlicher bitte. Aha. Ja, Mutter entzündet. Warte, reicht das oder muss ich jetzt noch dran rasten? Ja, pass auf, drück du einfach nochmal A, dann erkläre ich dir ein bisschen. Aha. Später kriegst du dann noch mehr Optionen. Jetzt, das Ding heilt dich und es speichert. Also wenn du stirbst, dann kommst du an diesen Platz wieder zurück. Und später kriegst du noch 1000 andere Sachen, aber ist ein Checkpoint. Musst du dran rasten, dann ist es ein Checkpoint. Und Zauberei einstimmen? Ja, ist egal, du hast keinen. Also du hast nur einen, aber scheiß drauf. Ja, wenn du das sagst, dann, ja, gibt's hier noch irgendwo was? Hier hinten ist noch irgendwas. Ja, wahrscheinlich sollte ich einfach nur vorne durch die große Tür gehen, aber... lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Danke. Geht das wieder weg? Schade. Okay. Gott. Und ja, das leckt ein bisschen, aber ist mir egal. Den ersten Part machen wir jetzt so. Einfach durchgeleckt. Warum habe ich nur ein ungutes Gefühl an dieser Stelle? Nein, noch passiert nichts. Noch passiert nichts. Ja, kommt jetzt ein leerer Raum. Und er ist tatsächlich leer, so wie es aussieht. Schwere Tür ist schwer. Ja, die ist extrem schwer, diese Tür. Aha, und nun? Hier vorne steht was am Boden. Und in Zeitlupe laufe ich gemütlich dorthin. Weg hier. Oh, okay. Oh. Headless Mutter ist zu Besuch gekommen. Oh Gott, 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 was ist das hier? Oh Gott.
Ich find's gut, dass du einfach fließt und einfach nicht mal probierst zu kämpfen. Ernsthaft, das ist so lächerlich. Der ist 100-mal größer als ich. Hallo? Guck ihn dir an. Hast du schon mal Videospiele gespielt? Nein. Nein, da gibt's keine großen Gegner. Das sind alles. Also, alle da stand Gegner weg hier. Du. Weg hier. Nicht bleib da, sondern weg hier. Scheiß auf die Nachrichten, ernsthaft. So, als Belohnung dürfen wir noch speichern. Aber ich muss jedes Mal dran rasten, damit es gespeichert wird. Ja, ja. Der Checkpoint wird übrigens überschrieben, ne? Also merkt ihr das. Du kannst da jetzt nicht zwischenher reisen. Das ist noch so eine Sache, die total modern ist, ja? Das gibt's seit 20 Jahren nicht mehr. Nimm dein Schild. Woher denn? Ist hier irgendwas? Ach. Halt, hier vorne ist was. Leiche plündern, das mache ich auch gerne. Autsch, hier schießt was auf mich. Oh. Jetzt müsstest du wissen, wie man Sachen equippt. Ich muss erstmal wissen, wie ich den da umbringe. Ja, der. Keine Ahnung, klopp ihn halt kaputt. Hallo, ich sehe schon, ich renne jetzt dem so lange hinterher, bis ich irgendwo lande, wo ich nicht hin soll. Nee, den kannst du schon treffen. Siehst du? Wieso mache ich dir nur so wenig Schaden? Weil du ihn mit Scheiße triffst. Ja, ja, leck mich doch, zurück. Geh halt. Ja. Ja, okay. Okay. Dreckiges Spiel. Ach, nehmen wir hier auch noch gleich mit einer Handaxt. Ist ja niedlich. Hast du wenigstens eine gute Waffe. Also was heißt gut, aber besser als das, was du jetzt hast. Equip mal den Scheiß, ernsthaft. Wie denn? I, Inventar? Nein. Escape? Nein. Achso, das war doch hier bei Ende. Gegenstände anzeigen und auswählen. Feuerball? Aha. Weiter. Da. Handaxt. Ja, okay. Nee. Wie rüste ich den jetzt aus? Ah. Benutzen. Ich sagte benutzen. Du kannst ihn nicht benutzen. Du musst ihn anlegen. Leg du den doch an. Reihenfolge ändern? Nee. Nein, ablegen? Also scheinbar ist es ja schon angelegt. Nein, ist es nicht. Da ist halt so ein Siegel, das muss da drauf sein. Du musst scheinbar eine andere Taste benutzen. Ja. Drück mal das, was A ist für dich. Ja, drück ich. Wieso passiert da nichts? Wieso kannst du dich benutzen? Was ist los? Jetzt greift mich dieser Dödel wieder an. Oh Gott. Was? Ich renne jetzt einfach erstmal ganz weit weg. So. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich find's gut, dass dir diese Pfeile einfach nichts ausmachen. Bleib da einfach stehen. Kein Thema. Wie komme ich denn wieder hier hoch? Nee, das meine ich nicht. Ich muss ja nicht. Ich leck mich doch. Du hast da. So, warte, gibt's Ausrüstung auswählen? Vielleicht geht das hier rüber. Ach so, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Stimmt. Ja, pass auf, du. Ah, warte. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Man muss dazu sagen, du kannst zwischen zwei Waffensets hin und her wechseln. Also, du könntest jetzt quasi neben der Axt nochmal ein Schwert equippen und dann im Kampf wechseln, aber lass es einfach. Ja. Wie so, blocke ich denn jetzt? Wie du das Schild benutzt. So schon mal nicht, so schon mal nicht. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Komm wieder. Jetzt benutzt es mit zwei Händen. Also, du kannst jede Waffe mit zwei Händen benutzen. Dann macht sie mehr Schaden, aber hast das Schild halt nicht. Nee, das war's nicht. Oder du machst wieder diese Geste. Wieso machst du das? Ah, ich glaube, das ist es. Sieht sehr heroisch aus. Bevor du stirbst, geh mal zurück an das Leuchtfeuer und heil dich mal. Dann gehe ich zurück an das Leuchtfeuer. Und ich überspringe das Gefühl, in die Ecke. Dass ich mich über das Spiel aufrege als du jetzt momentan. Ich versuche mich noch zurückzuhalten. Das ist ja. Ja, kann ich jetzt. Weg hier. Danke. So. Ja, lass den doch erstmal laden. Nein! Das gibt's hier nicht. So, ich wette, der ist noch da. Ich sprint jetzt einfach los und hau ihn kaputt. Nee, du kannst kann das ich? Schild benutzen. Ja, 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 ja. Guck hier, Schild. Bin ich nicht cool? Hab Schild benutzt. Pass auf, du hast nicht unendlich viel Stamina, weil das brauchst du eigentlich für alles. Ja. Schon mal grandios daneben gehauen. Super. Du kannst aus dem Dashen angreifen.
Der läuft Lauf nicht mal. Mehr. Was? Jetzt wieder. Ja, weil du keine Stamina hattest. Jetzt renn ihm hinterher. Ich arbeite dran. Da. Gott, ist diese Steuerung fummelig mit der Maus. Ich muss hier echt mit dem Headset spielen. Mit Gamepad. Gut, was ist hier? Ja, das sind so Türen, die kannst du aufmachen. Es ist scheißegal, keine Ahnung, wofür die da sind. Aha, ich gehe mal durch den Nebel. Ja, vor allen Dingen, der Nebel verschwindet jetzt und du kannst quasi zurück. Das ist ja super. Und warum ist das eigentlich alles so dunkel hier? Jetzt nicht mehr. Komisches, blödes Spiel. So, was steht hier? Schritt zurück. Ja. Warte. Nee, das ist, glaube ich, nicht das, was die meinen. Nee. Ja, es gibt halt so ein Backstep. Also nicht Step, sondern Step. Wie Schritt. Es gibt auch Backsteps übrigens, also dass du Leute mit so einem Critical in den Rücken stichst. Hör auf, diese fucking Kiste zu machen. Ich mach die so oft ich will. Gut, einfach mal hier runterspringen. Nein! Und wieso willst du da runterspringen? Da kommst ich's du her. Kann. Da unten ist das erste Leuchtfeuer, das du gefunden hast. Nein, hier komme ich nicht her. Ja doch, da unten. Ach, egal. Ah, was da? Ich gratuliere dir. Ich habe eine Falle gefunden. Ich gehe jetzt da hoch und wieder kommt jetzt noch so ein Ding. Ja, kommt halt so ein Typ. Machst du kaputt. So. Hier übrigens, ja, ist zu. Je früher du lernst, diese Critical Hits zu machen, desto besser. Also probier die Gegner quasi, also visier dir mal an und lauf dann hinter die und dann machst du, also greif den Rücken an, ohne dass du deckst und so. Aber es ist ja alles so furchtbar dunkel, das sieht doch scheiße aus. Jetzt mach doch dieses verschlossene Ding erstmal weg. Wenn's ginge. Du, jetzt drehst dich erstmal um. Ich dreh mich erstmal um. Vorangeht. Dann dreh dich um. Ja? Jetzt geh da hoch. Jetzt geh ich da hoch? Jetzt geh da hoch, weil der fucking Stein hat die Wand kaputt gemacht. Wie kannst du das nicht sehen? Vielleicht war jetzt das ja schon. Der Typen, der erzählt dir wissen was, dann gibt dir den Schlüssel fertig. Ah ja. Töte ihn. Nein. Töte ihn. Nein. Der redet so nett. Unendlich viel Zeit. Halt. Lass mich raten, das war ein Fehler und er haut mich jetzt kaputt. Das ist schon richtig. Nee. Der hat dich ganz am Ende gebeten, ihn zu töten. Weil der langsam den Verstand verliert. Ja, das wusste ich jetzt aber nicht. Ja, doch. Jetzt nimmst du sein Zeug. Ein Estus-Flakon. Warum auch immer. Und was auch immer. Flakon. Das ist ein Flakon. Nein, das ist ein Flakon. Monsieur. Jetzt nimm den Gegenstand. Ich versuche es. Gut. Ja, okay. Darf ich jetzt wieder da runter gehen? Und was steht überhaupt hier? Find erst mal raus, wie das Item benutzt. Brauche ich das? Ja, das ist dein Hauptheil-Item. Also, die benutzt du halt pausenlos. Und die laden sich immer wieder auf, wenn du an so ein Leuchtfeuer rastest. Also, du hast jetzt 5. Unequip einfach alles, das ist auch okay. Ja, ich suche die Taste, mit der ich auf das andere Ding komme. Dauert wie auf das andere Ding? Du musst einfach das Item benutzen. Jetzt muss ich doch erstmal irgendwie auswählen, oder? Nein, das ist die ganze Zeit ausgewählt. Es gibt eine Taste für Items benutzen. Joa, das war nochmal welche? Ah. Ja, stimmt. Wieso passiert da nichts? Keine Ahnung. Leg mal die Waffe weg. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwo einen Desktop angewählt. Ja, sehr schönes Spiel. Oh. Was ist das denn? Gestenmenü? Ja, super. Ja, da kannst du aussuchen, welche Spackengeste du die ganze Zeit machst. So. Ja, okay, Flakons kann man nicht essen hier in dem Spiel, schade. Lauf einfach weiter. Ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. Nee, Quatsch. Du hast das Ding nicht benutzt, du hast probiert, das weiterzuschalten, so wie jetzt hier. Du suchst immer noch die Taste, um das zu benutzen. Ah ja. Das muss ja irgendwo stehen, ne? Hau einfach deinen ganzen Kopf auf die Tastatur. Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? So, Wechselwaffe, Wechselgegenstand, genau, das waren nämlich 11. So. Benutzen E. Oh
Rückschritt-Leertaste. Was gibt's dann nicht mehr? Gestmenü, Spülmenü. Auswahl bestätigen. Spülmenü? Ja, das Spülmenü. Nee, geh nochmal zurück. Warte. Nein, so bleib da mal. Blockparade, Angriff. Ja. Benutzen. Aktion. Drück gleich mal Q. Nee, Quatsch, Q macht keinen Sinn. Das ist Geste. Fuck. Drück gleich mal E oder so. E war doch immer die Geste, die ich ständig mach. Nee, Quatsch, du machst auf Q immer die Geste. Nee. Laut diesem Menü machst du mit Q die Geste, mein Lieber. Ja, laut diesem Menü. Hier, drück mal E. Drück mal E. Es funktioniert. Na, was sag ich denn? Wo war jetzt die Geste? Mit Q? Nee, drück auf Q drücke ich drauf. Tut sich nichts. Ja, scheiß drauf, du brauchst die. Ich verspreche es dir. Laut noch weiter. Oh Mann, ist ja nicht mal die Zeit um. Nein, warte, geh da runten, dann kannst du die. Ah, egal. Ja, was denn jetzt? Geh mal runter, dann kannst du die fucking Tür aufmachen, dann kannst du am Lagerfeuer rasten. Ich will hier nicht für dich denken. Musst du aber, weil ich tu's nicht. Hast du null Orientierung? Ja. Das ist die fucking Tür, wo du mal vorstandst und wo dann stand, das geht nur von der anderen Seite auf. Jetzt gehst du an das Feuer. Und dann siehst du da unten, dann lädt sich dein fucking Flakon auf. Oh, ist das cool. Dein Flakon. Es heißt Flakon. Nein, es heißt nicht Flakon, es ist Flakon. Ich bleibe jetzt bei Flakon, alleine schon, um dich zu ärgern. Jetzt gehst du nicht, nein, geh nicht durch die Haupttür. Nein. Oh Gott, was hast du vor? Genau. Was soll ich da rein? Nein, nicht da rein. Jetzt geh dort, wo du warst vorher. Ja, da wollte ich doch gerade hin. Ja, lauf da hin, los. Oh Mann. Ich weiß nicht, was mir gerade mehr auf die Nerven geht. Das Spiel oder du? Oh, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Scheißegal, weiter. Ich. Diese Steuerung ist so fürchterlich. Warum ist denn der schon wieder da? Ja, genau. Vielleicht sollte ich sagen, immer wenn du an Lagerfeuern rastest, dann respawnen alle Gegner. Du denkst, das ist scheiße. Nein, ist es nicht. Das ist gut, weil dann kannst du nämlich farmen. Wenn du irgendwie Gegner hast, die extrem viel XP geben. Wenn. So, was steht hier Spannendes? Ja, danke. Steht hier was Spannendes? Ja. Ich hasse es. Ihr könnt mich alle mal. Verfluchtes, dreckiges. Tritt und Sprungangriff, beides wichtig. Lern das. Ah, auch noch. Ja. Irgendwann mal. Rastmel lebt die Gegner wieder. Ah, ja. Jetzt sagt mir das Spiel das auch. Wozu habe ich dich eigentlich, wenn man das Spiel das fast gleichzeitig sagt? Pyromantie zaubern. Aber würde ich nicht machen. Aha. Also okay. Du kannst jetzt diese Pyromantie-Flamme in deine linke Hand reintun, dort wo dein Schild ist, und da quasi immer hin und her switchen. Versuch aber erstmal nicht zu sterben. Das wird schwierig. So. Wo waren nochmal Blocken? Achso, Shift, genau. Ah, da ist ja einer. Visier den mal an. Pass auf, wir üben das jetzt. Jetzt lauf hinter den her, hinter den, und dann machst du einmal Angriff ohne zu blocken. Nein, mach das Blocken weg. Ja, Sekunde. Mach das fucking Blocken weg. So, das meinst Bams. Du? Genau. Das und es leckt bitte. Richtig schön. Geil. Das ist Performance. Ja, absolut. Ja. Auf jeden Fall, merkt ihr das? Das machst du jetzt ab jetzt bei jedem Gegner. Aha, und was ist hiermit? Was? Soll ich da rein? Nee, ich lasse es erstmal. Das sieht schon doch. Wieder irgendwie... Nee, hier hinten sind noch Nachrichten. Ah, guck, hier wird mir gerade auch schon wieder erklärt, wie man einen kritischen Angriff hat mit RB, ja? Ja. Siehst du mal? Ja. Was haben wir das? Ja, toll. Hier ist aber parieren schon... Parieren statt kassieren. So. Na, das sieht doch schon wieder ein bisschen dicker aus. Visier ihn an. Wieso visierst du nie Gegner an? Autsch, der hat mich getötet. Mit einem Schlag? Ja, willkommen in Dark Souls. Aha. Ich bin gestorben. Ich bin hier überrascht, dass es so lange gedauert hat. Ich ehrlich gesagt auch. Joa. Jetzt müsste ja, ich gut. Ja. Aber guck mal, das Gute ist, du hast jetzt diesen einen Weg frei gemacht. Das heißt, du kannst jetzt wieder quasi jetzt rechts weiter. Übrigens, aber probier jetzt nicht zu sterben und deine Leiche aufzunehmen, weil du hast jetzt alle Seelen verloren. Unten hast du jetzt eine Null. Ich habe kein Geld mehr. Die Null steht nicht für dein Skill-Level, was auch richtig wäre, aber... Momentan hast du null Seelen und die brauchst du auf jeden Fall, weil dafür kaufst du dir schöne Sachen. Ponys?
Ja. Also genau, anvisieren. Anvisieren. Hallo? Ich bin nicht mehr im Spiel. Ah, anvisieren, so. Was? Genau, blocke. Lauf hinter ihn. Lauf hinter ihn. Nee, das war noch nicht weit genug. Ja, egal, ist tot. Ja, egal. Du kannst auch mit dem Schild zuschlagen, aber das ist scheiße. Ich wüsste nicht mal wie. Ja, ist nutzlos. Lass es. Gut. Und das Gute ist, während der Animation, während dieser Sofort-Kill-Animation, bist du unverwundbar. Also damit kannst du auch Gegner so ein bisschen austricksen. So. Und anvisiert. Ich würde einfach die ganze Zeit die mittlere Maustaste mashen, damit du schnell Gegner entdeckst. Weil manchmal ist das ein bisschen tricky. Ja, das läuft doch schon mal wieder richtig gut. Was ist denn das jetzt? So. Nochmal von vorne. Anvisieren. Jetzt komplett hinter ihm. Ach, ist mir egal, jetzt töte ich den so. Ah, so. Was du auch noch lernen müsstest, ist, wie man ausweicht. Ja, das ist bestimmt nicht schlecht. Ja, das ist ultra wichtig. Probier das mal. Oh, cool. Nimm ein Flakon. Mal. Drück E. Ja, genau das. Das musst du dir merken, das ist auch wichtig. Drück E. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das heißt übrigens Flakon. So, dann haben wir wieder den Kerl. Ja, da kannst du, ja genau. Du kannst, ja genau. Ah, du checkst es. Da hinten ist übrigens deine Leiche, die hebst du am besten gleich auf. Das war noch nicht weit genug hinter ihm. Nee, du musst egal. Genau hinter ihm sein. Nicht seitlich, nicht im Dreiviertelkreis, sondern genau hinter ihm. Nein, bevor... Gut. Da, nimm deine Leiche auf. Aber soll ich nicht erstmal den Kerl da töten? Nimm erst dann. Du musst nur drüber laufen und A drücken oder was, welche Taste auch immer. Verlorenes Gut zurückerlangt. Jetzt soll ich hier reingehen, sagst du? Ja, wenn du willst. Ich gehe einfach mal. Dir soll gesagt sein, wenn du diese Nebeltüren aufmachst, passiert meistens, also bist du nicht gefangen. Meistens machst du nur eine Tür auf und guckst rein. Ja, ich habe trotzdem Angst. Ich bleib dabei. Jetzt warte, bevor du weiter nach vorne läufst, guck mal runter. Ah, süß. Oh, oh. Hettles Mutter guckt uns an. Das gefällt mir nicht. Übrigens, es gibt, wenn du runterfällst und angreifst, dann machst du richtig fetten Schaden. Könnte. Was macht der da? Nein, was? Nein, lauf weg! Ja. Oder das fällt dir aber früh an mir zu sagen, dass der hochspringt. Ja, keine Ahnung, ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Ja. Jetzt dodge einfach ganz viel rum. Ja, weg hier. Der hat nicht gemacht. Ich bin schon wieder tot. Das war auf jeden Fall die falsche Aktion gerade. Ja, das läuft auch richtig gut. Diese Steuerung ist so beschissen. Wie kann man... Na. So, Enter. Oh, tut sich sogar was. Ich habe keine Ahnung, ob das von alleine passiert ist oder weil ich Enter gedrückt habe. Ich finde schön, dass im Ladescreen die Framezahl hochschnellt auf lockere 15. Das war sogar noch höher gerade. Soll ich nicht einfach gleich durch die Tür reingehen? Nein! Hallo, du machst ihm die Hälfte Schaden, wenn du von da oben runterspringst und ihm ins Gesicht furzt. Also ich soll ihm einfach ins Gesicht springen? Ja, und angreifen dabei. Lauf auf den Gegner, an den Gegner vorbei, scheiß auf die Gegner. Einfach das an den Gegner. Das ist eine anerkannte Taktik bei dem Spiel. Wenn du das sagst. Erst mit Rennen? Leertaste drücken? Versuche ich, tut sich nichts. Ja, das ist eine super Taktik. Und jetzt fahre ich hier runter und bin garantiert wieder tot. Ja, Mann. Ah, ich habe hier schon wieder so die Schnauze voll. Headless Superhero. Wenn wenigstens die Steuerung auch nur halbwegs präzise wäre, ich treffe den ja nicht mal. Das Schlimme ist, weil man das Spiel im Fenster spielen muss, klicke ich die ganze Zeit irgendwo hin und bin nicht mehr im Spiel. Ist das nicht super? Ich muss das mit dem Gamepad spielen. Ich glaube, mit Maus und Tastatur ist das wirklich, vor allem später, nicht wirklich spielbar. Ja. Ich meine, wenn du schon einen fucking Xbox-Controller hast, da kannst du auch nicht so ultra teuer sein, dir so einen Konverter zu kaufen. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich gar nicht mal... Ich komme hier nicht durch. Da! Ja, das ist eine super Idee hier, deine Taktik. Lauf zurück! Flakon! 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 Alter, drück E! Ja, drück ich doch. Alter, visier den Visier an. Ich bin gerade nicht mehr im Spiel. Ich hab wieder irgendwo hingeklickt. Ach, es ist schön.
Hallo, ich blocke. Oh Mann. Diese Steuerung. Diese Steuerung, Prinzine, diese Steuerung. So. Den umgehe ich jetzt aber. Nee, töte den, weil der wird dich, glaube ich, mehr nerven als irgendwas anderes. Das klappt natürlich wieder nicht. Du bist immer neben ihm. Nee, diesmal war ich ziemlich weit hinter dir. Nimm erst die Leiche auf. Lauf hoch, nimm die Leiche auf. So, A. Gott. So, und jetzt dem in die Fresse springen, sagst du. Ja, genau. Und angreifen dabei. Das ist das Wichtige, glaube ich. Runterfallen und angreifen. Guck, ob der dich anguckt. Ja. Jetzt runter und angreifen. Ja. Greif an! Ich bin wieder nicht im Spiel. Ey, du bist so ein Honk. Ja. Ja, visier ihn mal an, damit du weißt, wo der ist. Nie frontal angreifen, immer hinter den. Nein, lauf weg. Ich komme nicht weg, ich versuche es. Gott. Zurück. Nein, warte, bis ich deine Stamina regeneriert. Ja, ganz ruhig. Nix ganz ruhig. Du hast keine Stamina mehr, jetzt bist du tot. Ist alles cool. Ja. So, guck, ich hab ihn gehauen. Ja. Darfst nochmal hauen. Und jetzt wieder zurück, pass auf. Ja, okay. Ja, guck, läuft doch, läuft alles, läuft. Guck, dodgen und trotzdem erwischt werden. Ja, du bist nicht unverwundbar während des Dodgen, das sollte ich dir vielleicht sagen. Also das ist jetzt nicht so ein, ne, Braindead-Dodgen. Jetzt geh weiter zurück und versuch einen Flakon zu essen. Ein Flakon, bitte. Und versuch, ihn wirklich im Rücken zu treffen, nein. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Ja, falsch gedacht. Das war auch wieder nicht. Ich gehe sowieso gleich drauf. Nee, der macht ja schon relativ wenig Schaden mit dem Angriff. Relativ wenig, ja. Der dreht sich die ganze Zeit, ist ja schon klar, ne? Ja, du musst halt. Ich wollte doch zur Seite, nicht nach vorne. Oh. Ich hau den jetzt. So. Komm ich hier seitlich dann vorbei? Nein. Das ist so unspielbar mit diesem Ganzen. Jetzt zurückfallen lassen. Guck, nicht mal Schaden genommen. Bist jetzt stolz auf mich. Im gleichen Flakon. Ja. Guck, wieder keinen Schaden genommen. Ja, krass, hä? Ich glaube, ich gehe trotzdem noch drauf. Oh, weg hier. Jetzt habe ich Schaden genommen. Hallo. Du musst schnell hinter seinen Rücken gehen, wenn er diesen Schwung macht. Ja, also weil das auch so einfach ist, wenn man hier irgendwo an Wänden steht und nicht wegkommt. Das ist der fucking erste Boss, Junge. Ja, und das ist einfach unspielbar. Ich komme nicht mal zur Seite gerade. Du kannst zur Seite dodgen. Es ging doch nicht. Verdammt nochmal. Du bist die ganze Zeit vorne gesprungen. Ja, weil zur Seite nicht ging. Dann habe ich sogar extra noch zur Seite gedrückt und er ist trotzdem dahin. Ja, das Spiel ist kaputt. Das lässt sich nicht zur Seite springen. Dieses verfluchte Spiel und ich habe gerade die Schnauze voll. Das ist außerdem eine fürchterliche Steuerung. Das muss man mit Gamepad spielen, sonst wird das nichts. Du bist eine fürchterliche Steuerung. So, wir machen hier eine Pause. Wir sind schon wieder soweit. Wir ringen uns beide auf. Ich mehr als du, das finde ich nicht okay. Nee, halt's Maul. So, Abmoderation, machen wir uns das. Ich hasse dieses Spiel und ich habe die Schnauze voll. Okay, Ende, bis demnächst. Und tschüss.